Wer von euch schon mal versucht hat, ABS zu drucken, der weiß, dass das Material nicht ganz einfach ist zu drucken. Und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich zum Beispiel mal so ein großes Objekt wie diese Schublade für den K1 da drüben ohne Warping und ohne Layer Separation zu drucken ist. Und damit herzlich willkommen, ich bin die Maggie von Makorama.de. Klären wir doch mal zu Beginn erstmal zwei Begriffe, nämlich Warping und Layer Separation. Und wer jetzt bei Warping an Star Trek denkt, der ist ein bisschen auf dem falschen Fuß, denn Warping hat nichts mit dem Warp-Antrieb zu tun, sondern bedeutet einfach nur, dass die Objekte sich von der Kante oder vom Druckbett ablösen an den Kanten. Das heißt also, sie warpen sich nach oben und daher kommt der Begriff. Das wollen wir natürlich vermeiden und dafür brauchen wir erst einmal ein paar Dinge, die ich auch in diesem Video nochmal erklären werde. Das zweite ist die Layer Separation, die von den gleichen Problemen quasi verursacht wird und bedeutet im Prinzip nichts anderes, dass diese einzelnen Schichten, die wir hier drucken, sich voneinander lösen. Das ist natürlich auch etwas, was wir unbedingt vermeiden wollen. Und den ersten Schritt, den wir dagegen tun können, ist natürlich erstmal den Drucker einzuhausen. Bevor wir aber weitermachen, möchte ich mich gerne nochmal bei unserem heutigen Sponsor PCBWay bedanken. Auf PCBWay.com könnt ihr nicht nur kostengünstig Halbleiterplatinen herstellen lassen. Inzwischen gibt es dort auch weitere Services, wie zum Beispiel mal CNC-Fräse, Blechbearbeitung, Spritzguss oder aber auch 3D-Druck. Und in Zusammenarbeit mit PCBWay habe ich mir einen Toolhead für meinen nächsten Voron Zero herstellen lassen. Das Ganze aus Nylon im 3D-Druckverfahren und auch noch zweifarbig. Und ich muss sagen, die Teile haben erstens perfekt gepasst und sind super rausgekommen. Ich freue mich, das Teil jetzt demnächst verbauen zu können. Und wenn ihr jetzt auch Blut geleckt habt, könnt ihr mit dem Code MOR-PCBWay, ich blende ihn hier unten nochmal ein, $10 auf eure nächste Bestellung entsprechend Rabatt kassieren. Und in diesem Sinne geht's weiter im Video. 3D-Drucker wie der Creality K1 kommen zum Beispiel mal schon mit einer kompletten Einhausung daher. Das heißt also vorne, hinten, rechts, links, oben, unten sind schon Paneele angebracht, damit auch die Hitze im Bauraum bleibt. Das ist ganz gut, weil das ABS hat ungefähr eine Wohlfühltemperatur von 40 bis 50 Grad Celsius, damit das Ganze auch ordentlich arbeitet. Jetzt hat aber nicht jeder Drucker so eine Einhausung von Werk ab, zum Beispiel mal der MK4 oder die Ender 3 Serie. Deswegen könnt ihr natürlich auch das Ganze auch nachrüsten. Ich habe schon mal ein Video veröffentlicht, wo ich mir ein Ultra Enclosure gebaut habe. Den Link dazu findet ihr hier oben in der Ecke. Da könnt ihr einfach euren Drucker reinstellen und dann auch damit ABS drucken. Ich habe bei mir jetzt den Mini und den MK4 von Prusser dort drin stehen, einfach damit ich dort auch schöne ABS-Teile drucken kann. Und das ist schon mal der erste Tipp, den ich euch mitgeben kann. Baut euch eine Enclosure. Es gibt davon auch verschiedene Varianten. Also ihr könnt euch so ein kleines Zelt kaufen, wo dann innen drin eine reflektierende Wand ist, damit die Hitze drin bleibt. Es gibt aber auch druckbare Objekte, mit denen man das Ganze gerade in der Größe, wie man es braucht, einhausen kann. Das heißt auch, wenn ihr einen Neptun 3 Max oder 4 Max habt, dann könnt ihr das Ding auch einhausen, weil ihr das Ding einfach so groß drucken könnt, wie ihr das Ganze möchtet. Um die Hitze im Bauraum auch besser zu halten, könnt ihr natürlich auch solch eine Folie nutzen. Die könnt ihr dann auf der Rückseite mit der Klebefolie irgendwo dran kleben. Beim K1 kommt das Ganze dann so rein, damit die Hitze von oben quasi hier drauf trifft, reflektiert wird und im Bauraum bleibt. Das Ganze könnt ihr aber auch unter die Druckbetten von euren Druckern kleben, damit das Ganze nicht einfach nach unten abstrahlt, sondern dorthin geht, wo es hin soll, nämlich nach oben, damit die Hitze auch wirklich am Druckobjekt ankommt und nicht irgendwie nach unten sich im Bauraum verteilt. Das wäre natürlich auch kontraproduktiv. Wenn ihr dann für euren 3D-Drucker eine Einhausung habt, wollt ihr natürlich als nächstes erst einmal feststellen, bei welchen Temperaturen sich euer Material am besten drucken lässt. Und dafür könnt ihr zum Beispiel über den Orca Slicer, einfach über Calibration Temp Tower, euch einen Temp Tower drucken. Bei ABS, sage ich mal, seid ihr ungefähr zwischen 230 und 260 Grad zu Hause. Ihr merkt schon, es ist eine relativ große Range, deswegen testet das mal bitte aus, damit ihr auf jeden Fall wisst, wo ist die Layerhaftung am besten. Das könnt ihr dann einfach machen, indem ihr das Teil mal brechen wollt. Dann seht ihr, okay, wo lässt es sich einfacher brechen, wo lässt es sich schwerer brechen. Da merkt ihr dann, okay, bei diesem Material war ungefähr bei 250 Grad die Layerhaftung ziemlich gut, 250, 255 Grad. Und bei allen anderen konnte ich das Ganze ganz einfach zerbrechen. Und ihr seht natürlich bei so einem Temp Tower auch, okay, wie sind die Bridging-Eigenschaften? Also, wenn ich jetzt lange Stellen überbrücken muss, wo kein Support unten drunter ist, hängt es dann durch oder wird es dann wirklich gut gedruckt? Und das könnt ihr natürlich alles mit so einem Temp Tower testen, damit ihr wisst, okay, bei welchen Temperaturen fühlt sich das Material wohl. Mein Isan ABS zum Beispiel drucke ich bei 235 bis 240 Grad, das hier wie gesagt bei 250 bis 255 Grad, je nach Drucker.
Ihr merkt also schon, selbst da ist zwischen den einzelnen Materialien jede Menge Raum, wo man ein bisschen was einstellen muss, weil wenn man es zu heiß druckt, dann schmilzt das Material zu viel und dann gibt es Klumpen. Oder wenn ihr entsprechend das Ganze zu heiß druckt, dann müsst ihr natürlich auch unten die Betttemperatur ein bisschen mit hochregeln. Das ist der nächste Tipp. Denn wenn ihr oben zum Beispiel mal mit 250 Grad druckt und der Druckkopf immer weiter nach oben wandert mit fortschreitendem Druck, dann geht natürlich unten die Hitze verloren. Und dafür müsst ihr mit dem Heizbett natürlich nachregulieren, damit das Druckobjekt auf jeden Fall nicht warpt und auf der Druckplatte auf jeden Fall aufliegt. Meistens ist aber eine Temperatur zwischen 90 und 110 Grad vollkommen ausreichend. Als nächstes beschäftigen wir uns mal mit der Druckplatte, also mit der Oberfläche, auf deren die Objekte gedruckt werden. Und da habe ich mir jetzt hier einfach mal vom MK3, vom MK4 und vom K1 die Druckplatten geklaut. Und ihr seht schon, die sehen alle unterschiedlich aus. Der MK3 hat hier eine OSEC-Platte drauf mit der Satin-Beschichtung. Das heißt also, die ist ganz fein und ganz smooth auf der Oberfläche. Dann haben wir hier die Powder-Coated PEI von Brucer. Die kennt wahrscheinlich jeder, der einen Brucer schon mal irgendwo zu Hause stehen hat oder schon mal gesehen hat irgendwo. Das ist eine strukturierte Platte. Das heißt also, die Oberfläche, die man hier sieht, wird quasi im Negativ auch auf das Druckbild abgebildet. Und dann haben wir hier die Platte vom K1, die auch nochmal so ein bisschen der Smooth-Platte vom der Satin-Platte vom OSEC ähnelt. Da muss ich sagen, mit der bin ich auch recht zufrieden. Und alle drei Platten insgesamt liefern eigentlich ein ganz gutes Ergebnis. Und ich kann euch bei allen drei Platten einen wichtigen Tipp geben, nämlich, wenn ein Druckobjekt nicht richtig haftet, also nicht so wie hier ist, die haften wirklich gut, die Druckobjekte, die gehen wirklich einwandfrei ab. Die haben jetzt die ganze Zeit im Drucker gelegen. Wer nicht verpassen will, was das für ein Drucker wird, der abonniert den Kanal. Da gibt es nämlich auch bald ein Video dazu. Und dann könnt ihr hingehen und sagen, okay, meine Druckobjekte haften nicht mehr richtig. Das geht auch für PLA und PETG und was weiß ich, was für Materialien ihr alles habt. Ihr geht einfach hin, nehmt euch ein bisschen Isopropanol, also diese Alkoholwiecher oder so Richtung, oder ihr kauft euch so eine Flasche von Isopropanol auf Amazon. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und dann wischt ihr da einfach mal ein bisschen mit drüber. Ihr braucht nicht allzu viel. Und dann packt ihr das Ganze nochmal rein und ihr werdet sehen, dass die Haftung von den Druckobjekten wieder deutlich zunimmt, weil das nämlich hilft, entsprechend Dreckreste und alles von der Oberfläche, auch gerade Fettreste, wenn ihr mit euren Fingern dran geht, zu beseitigen und damit natürlich auch die Haftwirkung dann nochmal erhöht. Sollte das nicht reichen und eure Druckobjekte lösen sich immer noch von der Druckplatte, entgegen der Meinung von den ganzen Herstellern, dass man da keinen Kleber draufpacken soll oder so in Richtung. Wie oft habe ich es schon von Brucer gehört oder auch von OSEC, dass ihr keinen Kleber braucht, um das draufzupacken. Da sage ich nur, hört nicht auf die, könnt ihr trotzdem machen, macht eure eigenen Erfahrungen. Erstens, die Druckplatten kosten mittlerweile nicht mehr so viel. Wenn ihr eine kaputt macht, kriegt ihr die für ein Apfel und ein Ei nochmal nachgeschmissen. Und zum anderen natürlich könnt ihr auch so einen Kleber einfach auftragen, um mal ein bisschen rumzuexperimentieren. Weil ich muss sagen, aus meiner Erfahrung raus, wenn was nicht gehalten hat, auch hier auf der strukturierten Platte, wo Bruce am Anfang gesagt hat, nee, auf Gottes Willen, gar kein Kleber drauf tragen. Doch, funktioniert auch. Ihr könnt das wunderbar mit Isopropanol nochmal runter machen. Was ihr nicht machen solltet, ist Kleber drauf packen und dann zu dicht an die Druckplatte leveln, weil ansonsten kriegt ihr diese Reste nicht mehr raus. Dann habt ihr sowas wie ich hier, dass ihr da so unschöne Flecken drin habt, die kriegt ihr auf die Dauer nicht mehr raus. Aber ansonsten, klar, könnt ihr auch sowas wie Magic Goo oder wenn euch das zu teuer ist, müsst ihr auch nicht unbedingt hier so einen ganz normalen Uhu Brittstift oder sonst was in Richtung draufpacken, das hält wunderbar. Im Gegenteil, wenn es zu stark hält und zu arg an der Platte klebt, ist es natürlich auch nochmal so eine Separationsschicht, dass ihr sagt, okay, wenn es dann fertig ist und das Ganze abgekühlt ist, kriegt man es leichter von der Druckplatte ab. Der Unterschied ist nur, das Ding hier lässt sich wunderbar nochmal von dem Druckobjekt abmischen. Bei dem Ding hier habe ich hier die Erfahrung gemacht, also bei den ganz normalen Klebestiften habe ich die Erfahrung gemacht, dass hier halt dann nochmal, auch wenn man nochmal mit Isopropanol drüber geht, an der Unterseite nochmal immer so ein bisschen Klebeeffekt dran ist. Das heißt also, gerade bei den Druckern, wenn ihr Druckerteile druckt, habt ihr natürlich dann irgendwann den Effekt, dass sich da Dreck absetzt und das wollt ihr natürlich auch nicht. Da ist so Magic Goo oder Printerfix oder wie sie auch alle heißen, natürlich einfacher von der Handhabung her. Deswegen, wenn ihr euch das wichtig ist, dann könnt ihr noch mal ein paar Euro mehr investieren in so einen Klebestift. Aber ansonsten tut es natürlich auch ein ganz normaler Klebestift, auch den ihr im Bürohandel bekommt. Den letzten Tipp, den ich euch mit auf den Weg geben möchte, den habe ich schon vor ein paar Jahren in meinem Video, was ich hier euch hier oben in die Ecke packe, schon erzählt, nämlich Mausohren. Allerdings hat sich da in den letzten Jahren ein bisschen was getan, gerade mit den neuen Slicern, die auf den Markt gekommen sind, nämlich Orca Slicer. Der hat nämlich eine Funktion mittlerweile eingebaut von Werk ab, wo ihr automatisch Mausohren an den Ecken von den Druckobjekten erzeugen könnt. Für alle, die jetzt nicht wissen, was ich damit meine, ganz einfach,
Normalerweise geht man hin, um die Haftung auf dem Druckbett zu erhöhen, erzeugt man sich einen Brim um das Objekt herum. Das heißt also, es sind ein paar Layerlines, die auf der Druckplatte erstmal für mehr Auflagefläche sorgen und mit dem Druckobjekt verbunden sind. Das braucht man aber eigentlich nicht, weil dadurch entstehen hier am Druckobjekt immer unschöne Kanten, die auch zum Teil gerade bei ABS weiß werden, wenn man sie abbricht. Das kann man ganz einfach beheben, indem man mit der Heißluftpistole nochmal drüber geht. Aber das ist jetzt erstmal nicht Thema. Und damit man das vermeiden kann, reicht es eigentlich aus, hier an den Ecken, gerade an den gefährdeten Stellen, wo es gerne warpt, einfach da eine Unterstützung dran zu packen, damit die Oberflächenspannung sich auf diese Fläche verteilt. Das nennt man Mausohr. Ganz einfach, weil es aussieht wie die Mickey-Maus-Ohren. Früher hat man diese Mausohren manuell hinzugefügt, indem man eine neue Form hinzugefügt hat. Im Booster Slicer über Rechtsklick Form hinzufügen und hat dann einen Zylinder ausgewählt, den auf die Layerhöhe entsprechend angepasst und auf den Durchmesser und das dann an Ort und Stelle geschoben. Könnt ihr immer noch machen. Funktioniert immer noch wunderbar. Ihr könnt dann auch sagen, okay, mir reicht diese automatisch generierten Mausohren reichen mir nicht aus von der Stabilisierung her. Ich brauche nochmal ein bisschen dickere Mausohren. Dann könnt ihr sagen, okay, ich drucke mit einer Layerhöhe von 0,2 mm. Ich hätte gerne über zwei Layer so ein Mausohr. Dann könnt ihr sagen, das Mausohr ist vielleicht 5 mm im Durchmesser und hat eine Höhe von 0,4 mm. Dann habt ihr über zwei Ebenen quasi so eine Verstärkung an den Ecken. Das ist auch wunderbar. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, Auto-Generate Mausohr und dann packt ihr euch an jede Ecke hier schön die Mausohren dran und das lässt sich auch wunderbar ablösen und ist super einfach und damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, euch haben die Tipps ein bisschen weitergeholfen und ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen Spaß mit ABS und ASA drucken. ASA ist nochmal der große Bruder von ABS und damit vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch weitergeholfen hat, dann lasst doch bitte ein Like da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich tierisch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und natürlich auch vielen lieben Dank an meinen Sponsor und auch an meine Patreonen, die diesen Kanal unterstützen. Und damit, haut rein, happy printing und ciao!